Es ist weltweit. Etwas geht ab. Hört ihr das an? Queensland, Australien. Wahrscheinlich warst du dort. Im April haben sie es als Gesetz eingeführt. Als Gesetz. Versucht dein Arzt einem Covid-19-Patienten mit Hydroxychloroquin zu helfen, wird er für 6 Monate ins Gefängnis gesteckt. Was? Ja. Im April haben sie es eingetragen. Warum? Da ist was im Busch. Wenn man sich die TGA anschaut, wir wollen ja nicht die US-Behörden braten, schauen wir uns die TGA, das FDA-Äquivalent in Australien an. Und Australien ist interessant. Sie blieben von Covid-19 quasi verschont. Sie hatten drakonische Lockdowns, sie haben eine enorm anfällige Bevölkerung und sie sind weit verstreut. Sie leben seit 14 Monaten in Angst. Die TGA gab einige Leitlinien für Covid-19 heraus. Es müssen 2 Dutzend Empfehlungen sein. Verwenden Sie kein Hydrochloroquin, kein Ivermectin, keine Steroide, keine Gerinnungshemmer. Nehmen Sie nichts davon. Sie listen alles, was man nicht tun sollte, auf. Was sollte man also nicht tun? Die Antwort: nichts. Aber okay, also Covid-19 wurde im Westen im Januar 2020 bekannt. Das war vor 1 Jahr und 4 Monaten, okay? Wie konnten also die australischen Gesundheitsbehörden in so kurzer Zeit wissen, dass Hydroxychloroquin keine wirksame Therapie gegen Covid-19 ist, bis zu dem Punkt, an dem sie es in einer Verordnung verankert haben? Wie konnte man das wissen? Man konnte es nicht wissen, richtig? Das konnte man nicht wissen. Und in der Tat, es gibt Teile in der Zeitlinie, die darauf hindeuten, dass in der Welt etwas sehr falsch läuft. Was auch immer vor sich geht, es ist weltweit. Es sind nicht nur die USA. In Kanada sind die Dinge noch schlimmer. In der nördlichen EU und in Skandinavien gibt es Ärzte und Krankenschwestern, die sich über Euthanasie empören, weil Senioren buchstäblich eingeschläfert werden. Es passieren ein paar sehr schlimme Dinge. Okay, ich bin überwältigt. Das kommt unerwartet. Ich kannte deine Aussagen. Ich dachte, eine wirklich interessante Frage und war neugierig. Das habe ich nicht erwartet. Wirklich schockierend. Übrigens, für die Zuschauer, die sich fragen, wer ist der Typ, ist der irgendwer, der behauptet, ein Arzt zu sein, suchen Sie ihn. Peter McCullough, und ich denke, Sie wissen nach Ihrer Google-Suche, dass er die Autorität hat, das zu sagen, was er sagt. Ich sage unter Eid, ich habe 600 Publikationen in Peer-Review-Literatur. Ich bin Präsident einer großen Medizingesellschaft. Ich bin Herausgeber 2 großer Fachzeitschriften. Ich habe 24-tägige Sicherheitsüberwachungsgremien und große Medikamentenstudien geleitet und habe Studien aus Sicherheitsgründen vorzeitig abgebrochen. Ich sage dir, ich habe keine Agenda, aber ich bin zutiefst besorgt, dass etwas in der Welt aus den Fugen geraten ist. Es geht um die Wissenschaft, um medizinische Literatur, um behördliche Maßnahmen und Bevölkerungsgruppen, die in Angst, Isolation und Verzweiflung gehalten werden. Okay, du hast, das ist beunruhigend, aber auch faszinierend, denke ich, du hast ein paar Mal angedeutet, dass etwas im Busch ist. Ich glaube, das ist der Begriff, den du benutzt hast. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Glaubst du, dass NGOs, die riesigen Non-Profit-Organisationen, die viel Einfluss haben, anscheinend im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Einfluss auf die Covid-Politik in die Richtung ausüben, die du beschreibst? Ist es das? Ist es eine internationale Regulierungsbehörde? Ist es die WHO? Ich meine, was denkst du, ist es? Das wird wirklich das Ziel investigativer Reporter sein, das herauszufinden. Es muss Interessengruppen oder einige grundlegende Treiber für ein Gruppendenken geben. Jetzt ist das eine Gruppensache. Es ist in den Köpfen der Leute. Profitiert irgendjemand davon? Ich habe keine Ahnung. Ich konzentriere mich nur auf die kranken Patienten vor mir, Tucker. Ich kann es nicht sagen. Aber ich habe im letzten Jahr Dinge gesehen, die ich mir als Arzt nicht erklären kann. Warum tun andere Ärzte bei einer einfachen Krankheit nichts, um Patienten zu helfen, Klinikaufenthalte und Tod zu vermeiden? Warum tun sie das nicht? Es gibt Fälle, 3 Fälle in New York, wo einige Senioren betroffen waren und im Krankenhaus kämpften. Und die Familien erfahren von Intermectim, einem einfachen Medikament, das im ambulanten Bereich eingesetzt wird, um die Virusreplikation zu reduzieren. Es ist ein Antiparasitikum, sehr sicher und effektiv. Sie betteln die Ärzte im Krankenhaus an, 3 Fälle, und die Ärzte sagten, nein, wir setzen es nicht ein. Und sie fragten, warum nicht einen Versuch wagen? Nein, sie gehen zu einem Gericht, sie bekommen einen Gerichtsbeschluss und der Richter sagt, hört auf die Familien und gebt ihnen Ivermectin.
In diesen drei Fällen überlebten die Senioren. Es gibt zwei Fälle, die gerade laufen. Einer in Chicago, der jetzt läuft, wo sie sogar einen Gerichtsbeschluss haben und die Ärzte sagten, nein, das machen wir nicht, wir werden es nicht geben. Sie mussten dann irgendwie die gerichtliche Anordnung durchsetzen, dieser armen Dame Ivermectin zu geben. Sie fragten mich um Rat. Ich sagte, ich glaube, es ist zu spät. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es schafft, aber wir sollten es versuchen. In Detroit gibt es noch einen. Da ist sowas in den Köpfen der Ärzte. Wovor haben Sie Angst? Ich meine, gefeuert zu werden, das wäre meine erste Vermutung. Sie arbeiten für ein Krankenhaus oder eine Universität, die keine andere Meinung duldet, schätze ich. Ich weiß nicht, ist das analog zu dem, was wir in der Politik sehen, wo es niemandem erlaubt ist, von einer bestimmten Orthodoxie abzuweichen, weil man sonst ausgespissen wird? Ist es so ähnlich? Das ist eine nachvollziehbare Erklärung. Ich glaube, es gibt eine große Angst in den akademischen Gesundheitszentren, medizinischen Gruppen und anderen, irgendwas zu tun, das nicht konform mit dem allgemeinen Ansatz, der von unseren Gesundheitsbehörden festgelegt wurde, geht. Mittlerweile ist es noch schlimmer in Kulturen außerhalb der Vereinigten Staaten, zum Beispiel in Kanada, Großbritannien zum Beispiel. Ich wurde neulich von jemandem anderen interviewt. Ein kleiner Lapsus, der herauskam, war interessant. Er sagte nun, Mr. McCullough, was denken Sie über die jüngste Anordnung der CDC? Ich sagte, Anordnung? Sie sind der oberste Gerichtshof? Ich kann nicht. Denken Sie mal darüber nach. Die CDC gab immer Empfehlungen. Und ich benutze das Beispiel, die CDC empfiehlt, dass wir weniger als 10% der Kalorien in Form von Zucker und gesättigten Fett essen sollten. Das ist, was sie empfehlen. Ist das eine Anordnung? Verlieren wir deshalb unseren Job? Dürfen wir nicht zu einem NBA-Spielen gehen, wenn wir uns nicht an die... Die Ernährungspyramide ist ein Bundesgesetz. Wenn das ein Journalist wäre, der diese Frage stellte, möchte ich mich im Namen aller entschuldigen. Es gibt einige, es muss der Beruf mit dem niedrigsten IQ sein. Ich meine, echt jetzt?